Hallo, genau. Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der heute unterwegs ist, aber diese Tour hier nicht filmt. Aber es geht heute um was anderes, um mein Fahrrad, um mein Reiserad, das jetzt inzwischen ein Jahr alt ist und jede Menge mitgemacht hat an Touren. So kann ich, glaube ich, sagen, kann schon so ein bisschen Fazit ziehen nach einem Jahr. Und es ist natürlich auch was passiert. Das ein bisschen defekt war auch. Da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, das Böttcher Evolution hat eigentlich sehr gute Dienste geleistet, muss ich sagen. Also ich bereue es nicht, den Kauf für meine etwas längeren Radreisen gekauft zu haben. Das war einfach klasse. Es fährt sich einfach besser, weil es viel mehr Gewicht auch tragen kann. Ich bin kein Minimalist. Ich habe immer viel mit, muss alles sicherheitsmäßig doppelt haben und ja, alles Mögliche mit haben. Warme Kleidung, kalte Kleidung und so weiter und so fort. Nahrung stopfe ich auch immer ziemlich voll. Ich schleppe immer eigentlich viel zu viel mit. Aber dafür war das jetzt das Richtige, war das Gravelbike oder so, was ich hatte, hat nicht so ein hohes Systemgewicht, nur 150 Kilo. Dieses hat 135, 20 Kilo mehr und das ist richtig top. Ich muss auch sagen, wenn es an eine Grenze kommt, so vom Gewicht her, das Gravelbike oder die anderen, was ich mal früher mal gefahren bin, es wurde total instabil, es hat sich sehr komisch gefahren. Überhaupt nicht sicheres Gefühl. Aber mit diesem Rad, das kann man bis seine Grenzen befüllen und das fährt wie auf Schienen. Wie so ein Kreuzfahrtschiff bringt es einen überall ganz ruhig hin. Also dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Das muss ich echt sagen. Ich bereue es nicht, dass es auch keine Federung hat oder irgendwas. Diese Reifen, die breiten Reifen, 50 mm, federn schon ganz schön viel ab. Nicht komplett. Das Einzige, was ich an dem Rad jetzt nicht so mir nicht so gefallen hat, was vielleicht andere ein bisschen jetzt ein Rätsel aufgibt, aber ist der Sattel. Ich habe den getauscht, wieder einen harten Rennradsattel. Ich bin es halt gewohnt von vielen anderen Rädern. Deswegen bin ich auf den harten Sattel jetzt umgestiegen. Ich habe ein besseres Gefühl drin. Das andere war mir sehr unbequem, auch wenn er schon inzwischen eingefahren war, der Brooks-Sattel. Aber war nicht mein Ding, ist nicht mein Ding. Das kommt, weil ich alle anderen Räder und so auch mit dem fahre. Ist halt so. Ich mache es lieber so. Es hat sich gut angefühlt bei meinen letzten Reisen, die ich gemacht habe in Schweden. Und die kommende, die ihr noch sehen werdet, ja, da habe ich den auch gehabt. Es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, so anbaumäßig habe ich jetzt so viel nicht getauscht. Ich habe jetzt mal einen Flaschenhalter angebaut für 1,5 Liter. Gerade im Sommer, ja, da braucht man ein bisschen mehr Wasser. Es gibt immer mal Strecken, nicht in Deutschland oder so, sondern in anderen Ländern, wo vielleicht mal nicht so schnell Wasser vorhanden ist, hat man ein bisschen mehr mit. Das ist 1,5 Kilo mehr, aber das ist nicht so schlimm bei mir. Ich bin fit genug, um das mitzutragen. Ja, ich bereue es auch bei Weitem nicht, dass ich wieder Kette genommen habe. Also hat bis jetzt super funktioniert. Einmal ist mir die Kette abgesprungen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Das ist so kurz gewesen. Aber da ich die Kette wachse, sind die Finger meist sauber, nicht ganz sauber bleiben die dabei, aber man kann es dann ganz schnell lösen. Und ich habe ja eine große Runde gemacht, die ihr noch sehen werdet. Die Kette musste ich nur kurz mal abwischen, wieder neu wachsen und dann glänzt die schon wieder. Nichts mit groß reinigen und so. Also ich kann es nur empfehlen, mit Wachs funktioniert das echt super, muss man aber auch meist täglich machen. Ja, aber das hat sich gelohnt, das auf Wachs umzusteigen und nicht auf Kettenöl. Das wäre so dreckig gewesen bei der Tour, weil es war so staubig. Es hätte das nur aufgefangen, den Dreck. Also das muss ich sagen, Kette bereue ich nicht, dass ich das genommen habe. Und auch sonst so Knarzen oder so ist mir jetzt nicht so groß vorgekommen. Einmal waren die Pedale, aber die haben mal geknarzt, aber das kann man ja auch mal schnell beheben. Sonst, ja, gab es ja leider ja doch Defekte. Gleich bei der ersten langen Tour in Schweden fing es an mit einem Quietschen vorne im Vorderrad. Genau weiß man es bis heute noch nicht, wie es so ist. Man fährt zum Laden, ja, quietschendes Geräusch. Die bauen Rad ein, Rad aus,
Quietschen ist weg. Ja, haben die Bremse nochmal nachgestellt. Gut, war's. Okay, dann war ich aber dann ja nochmal lange unterwegs nach Garmisch. Und nach ca. 700, 800 Kilometer fing es wieder richtig an zu quietschen. Vorne Lager, nahm Dynamo, irgendwie sowas muss es gewesen sein. Ja, wieder hin. Diesmal konnten die es auch hören, haben es nicht wegbekommen. Es musste nach Böttcher geschickt werden. Und so habe ich ein neues Vorderrad gekriegt. Haben gar nicht probiert. Einfach neues Vorderrad mit Nabendynamo, alles neu. Ohne Beanstandung kam es wieder zurück. Hat natürlich ein bisschen länger gedauert, bis es wieder da war. Aber da war es schon Winter. War ja komischer Fehler. Inzwischen habe ich auch schon wieder 1500 Kilometer damit gefahren. Und das Quietschen kommt nicht wieder. Also das ist halt ein Montagsvorderrad gewesen wahrscheinlich. Und habt ihr ja auch mitgekriegt, bei meiner Tour im Weser-Harz-Heideradweg. Ja, musste ich eigentlich ziemlich schnell Schluss machen, denn ja, es wurde instabil, das Rad. Man weiß jetzt, was es war. Ja, ich habe Schrauben verloren, ganz kleine Schrauben hier hinten an der Schaltung. Ja, das ist das Schaltauge mit 4 Schrauben befestigt. Da ist der Rahmen getrennt. Vielleicht an der Sollbruchstelle, dass es immer so ist. Und 2 haben sich gelöst, die beiden oberen. Und dadurch konnte sich das ja bewegen. Ja. Es war nicht geklebt, also mit so einem Schraubenkleber gibt das ja. Dadurch haben sie sich wahrscheinlich gelöst. Merkt man nicht erst, wenn es zu spät ist. Und die Schrauben findet man natürlich auch nicht wieder. Die sind so mini. Also Schaltauge, wo das befestigt ist. Da flogen sie raus, eigentlich ein kleiner Fehler, ja, musste eingeschickt werden, wurde repariert. Diesmal sind sie mit so einem Schraubenkleber sozusagen eingeklebt. Man würde es wieder loskriegen auf jeden Fall, aber ihr kennt das ja, so eine Schraubenfest, damit die fester bleiben und nicht gleich lose gehen. So ist es jetzt gemacht worden. Hat ja ziemlich lange gedauert, aber genau einen Tag vor der nächsten Radreise, die ihr jetzt demnächst sehen werdet, war es genau nochmal fertig, war es wieder da vom Böttcher. Ja, und wie ihr seht, ich fahre wieder los. Ich bin hier in Dänemark, mache eine kleine Wochenendreise, Shelter, Wildzelten, was hier erlaubt ist, das werde ich nicht filmen. Ich habe genug Material zurzeit im Petto. Ja, der nächsten ja, 7 Teile auf meiner großen Radreise, ja. Weit entfernt von hier habe ich gemacht. Es war einsame Klasse, kann ich nur im Voraus sagen. Ja, und das ist so ein kleiner Vorspieler für euch, dass ihr wisst, es kommt noch mehr demnächst nach diesem Video. Das habe ich jetzt dazwischen gequetscht, weil ich das schon immer mal machen wollte. Aber das Rad kam ja halt sehr kurzfristig vor der anderen Reise, dass ich das nicht mehr machen konnte, das Video. Aber ich bin zufrieden, ich bereue es auf gar keinen Fall. Sehr robust, fährt sich super. Wie gesagt, so ein Reiserad ist toll. Ich will jetzt nicht gerade, ihr müsst einen Böttcher kaufen. Nein, ich habe auch keinen Werbevertrag, dass ich das jetzt sagen müsste oder so. Ich habe es ja selbst gekauft. Es gibt ja so viele Hersteller. Also wenn man das macht mit viel Gepäck, ich muss sagen, das ist viel sicherer. Also ich habe das Gefühl, ich kann es vielleicht auch sagen, ich habe ja Rennrad, ich habe ein Gravelbike, ich habe so viele Räder, so viel schon ausprobiert. Und damit rollt das einfach viel, viel besser, muss ich echt sagen. Ja, also sind jetzt ein paar Minuten vorbei jetzt schon, will das jetzt auch nicht zu lang sagen. Also meine Empfehlung wäre es, ist viel Geld, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ja, und ich werde es auf jeden Fall noch brauchen. Das kann ich auch noch sagen. Auf jeden Fall, wenn alles klappt. Ja, also denn, vielen Dank fürs Reinschauen, wenn es euch interessiert hat. Sonst ist ja alles nicht, bis auf vielleicht ein paar Kratzer oder so. War, ist jetzt schon ein bisschen Gebrauchsspur natürlich, aber alles ist gut. Also ich hoffe, es hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Die nächste Radreise-Videos-Reihe kommt jetzt. Also das war grandios, was ich da gemacht habe. Ihr werdet sehen. Also dann tschüss. Vielen Dank fürs Anschauen. Moin, moin, euer Flachlandradler Thorsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.